Stellen Sie sich vor, die Menschen hätten in der Zukunft, immer wenn sie zum Mond geblickt hätten, sich erinnert an dieses amerikanische Desaster, dass dort oben eine amerikanische Leiche liegt oder zwei. Das ist ja unvorstellbar. Deswegen konnte man das auf keinen Fall wirklich durchführen. Stellen Sie sich vor, die Menschen hätten in der Zukunft, immer wenn sie zum Mond geblickt hätten, sich erinnert an dieses amerikanische Desaster, dass dort oben eine amerikanische Leiche liegt oder zwei. Das ist ja unvorstellbar. Deswegen konnte man das auf keinen Fall wirklich durchführen. Und alle diese Pseudowissenschaftler argumentieren immer nur damit, das ist ja völlig unmöglich. Das ist ja völlig unmöglich, sind die berühmten letzten Worte des Experten. Aber das war es dann auch. Es ist eben ein riesiger Denkfehler, der häufig hinter diesen ganzen Modellen steckt, und machen Sie sich klar, was teilweise hinter diesen Pseudowissenschaften für Interessen sind. Nämlich einfach nur Schotter, Kohle, Kies, Möpse, was immer, wie immer Sie es nennen. Hier geht es einfach nur ums Geld und sonst nichts. Ich glaube, diese Leute sind wie manche moderne Künstler. Die schlagen sich auf die Schenkel, wenn sie merken, dass andere ihre Werke ernst nehmen. Ja? Okay. Aber ich kann Ihnen nur raten, alle diejenigen, die an der Universität studieren, haben die Aufgabe, meiner Ansicht nach, in einer Diskussion mit Leuten, die unwissenschaftliche Argumente bringen, die wissenschaftliche Vernunft dagegen zu stellen. Das gilt nicht nur für diejenigen, die Physik oder irgendeine Naturwissenschaft studieren, sondern für alle. Haben Sie Mut, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen.